Ich möchte euch die Käfergrabelei, Fangherausforderung und die Sammlerherausforderung mit allen Aufgaben und den Belohnungen bzw. Pokémon zeigen und natürlich gebe ich Tipps dazu. Als erstes zur Fangherausforderung. Hier geht es hauptsächlich natürlich ums Fangen. Einzig laufe 2 Kilometer ist etwas, was nicht unbedingt mit Fangen zu tun hat. Alles andere erkläre ich gleich genauer. Wenn man jetzt die ganzen Käfer fängt, die es jetzt in Pokémon Go gibt, erledigt man fast alle Aufgaben gleich. Nämlich man nutzt eine Beere, man wirft einen Curveballwurf, man fängt das Pokémon, dieses Käfer-Pokémon, das sind alle Teilaufgaben. Wenn man einen großartigen Wurf macht, dann hat man einen großartigen Wurf natürlich und gleichzeitig auch einen guten Wurf und hat dadurch Fortschritte in fast allen Aufgaben. Außerdem gibt es jetzt ein neues Pokémon in Pokémon Go, nämlich das Mabula. Das kann man auch fangen und Teile der Aufgaben damit lösen. Und man hat gleich ein neues Pokémon. Bitte dieses auch aufheben oder mehrere von diesen fangen, denn das muss man für die Sammlerherausforderung auch entwickeln. Einlösen von Teil 1 der Fangherausforderung, die Bälle, Beeren und natürlich auch Pokémon, wie zum Beispiel hier das Bibor bzw. ein Wadribi. Und als Endbelohnung von Teil 1 gibt es ein Logmodul, Erfahrungspunkte und ein Pokémon, und zwar ein Ninjatom, das natürlich auch wieder ein Käfer-Pokémon ist. Und somit hat man schon Fortschritte im zweiten Teil der Fangherausforderung gemacht bezüglich Fangen. Zusätzlich neu ist Brüte ein Ei aus, ist klar, entwickle 2 Pokémon von Typ Käfer, einfach nehmen. Und bezüglich den Schnappschüssen erkläre ich gleich mehr. Man muss Schnappschüsse von 5 verschiedenen Käfern im Freien machen. Das heißt, hier habe ich mal gezeigt, ich mache einen Schnappschuss von einem Pokémon, von dem Ninjatom, das wir gerade gefangen haben. Ich sehe aber nichts. Also es wirkt sich nicht aus auf den Fortschritt. Das liegt daran, weil es nicht im Freien ist. Was man schon gefangen hat, zählt nicht. Hier nochmal zu verdeutlichen, da ist kein Fortschritt. Wenn man jetzt ein Pokémon frei nimmt, wie ein Wadribi, ein Käfer-Pokémon wohlgemerkt, dann kann man hier ein Foto machen, bestätigt und sieht schon, mache Schnappschuss, hat funktioniert. Wenn ich einen zweiten Schnappschuss mache von diesen, geht es nicht. Es steht nämlich dort von 5 verschiedenen Käfer-Pokémon. Das heißt, ich nehme wieder ein anderes Käfer-Pokémon, mache wieder einen Schnappschuss und der Zähler geht weiter. Einlösen vom zweiten Teil der Fangherausforderung ergibt wieder Bälle, goldene Beeren, diesmal sogar 50 Mega Energie und ein Mabula. Das ist das Besondere Neue und wird auch für die Sammlerherausforderung benötigt, auch zum Entwickeln. Das zweite Pokémon, das man bekommt, ist ein Toxibet. Und als Endbelohnung von Teil 2 gibt es 1000 Sternenstaub, 2500 Erfahrungspunkte und ein Pokémon, ein Pinsir. Danach kommt man schon zum dritten Teil. Hier muss man keine einzige Aufgabe erledigen, nur einlösen. Dreimal gibt es jeweils 1000 Erfahrungspunkte. Dann ein Pokémon, ein Raupi. Als zweites ein Wampel. Nicht so besonders, aber man braucht es für die Sammlerherausforderung inklusive Entwicklung. Und als drittes Pokémon gibt es ein Honilu. Und die Endbelohnung von Teil 3. Hier bekommt man 50 Mega Sherox Energie und was passt dazu? Natürlich das Pokémon Sichlor, das man zu Sherox entwickeln kann. Jetzt zur Sammlerherausforderung. Viele von diesen Pokémon erhält man automatisch, wenn man die Fangherausforderung macht. Was aber etwas schwieriger ist, welche Pokémon muss man entwickeln, damit man hier die Sammlerherausforderung beenden kann. Diese Pokémon möchte ich euch hier zeigen. Ladybug muss man nicht fangen, aber man muss Ladybug entwickeln, damit man diese Sammlerherausforderung erhält. Nämlich Ladybug muss man weiterentwickeln zu Lidian. Ebenso braucht man Wampel. Das muss man fangen für die Herausforderung und entwickeln. Das Problem bei Wurmbill ist, es kann sich in 2 verschiedene Formen entwickeln. Das ist also Glückssache. Einmal kann es sich weiterentwickeln zu Shaloko. Das ist der erste Teil. Und dann muss man so oft ein Wurmbill entwickeln,
bis man die zweite Form durch Zufall bekommt. Das ist einfach Glückssache, nämlich hier Panikon. Dann braucht man kein Wampel mehr. Ansonsten braucht man auch ein Zerpurzel. Das muss man nämlich weiterentwickeln zu Zerpeise. Welches Pokémon man noch fangen sollte, ist ein Weberak. Man braucht es jetzt nicht für die Sammlerherausforderung, aber man muss es weiterentwickeln und zwar zu Ariatus. Und zu guter Letzt das neue Pokémon Mabula. Das muss man auch fangen und auch entwickeln. Und zwar zu natürlich auch einer neuen Entwicklung, die es erst seit jetzt gibt, nämlich zu dem Pokémon Akko. Und für mich ist jetzt das letzte Pokémon, beziehungsweise die Entwicklung, die noch gefehlt hat. Somit bekomme ich jetzt auch meine Sammlerherausforderung, die Medaille. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben, beziehungsweise abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.